Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußball Manager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei einem Zwingsmido und damit herzlich willkommen hier zum Part Nummer 42 und zum Nikolaus-Video, denn wir haben heute Samstag, den 6. Dezember, damit einen guten Start ins Wochenende. An dieser Stelle hättet ihr jetzt ein 3D-Spiel sehen sollen, aber ich habe das Spiel schon dreimal versucht zu starten. Ich kam nicht immer ins 3D-Spiel rein, von daher müssen wir es jetzt eben im Textmodus angehen. Das letzte Spiel gegen Queen of the South ging ja mit 0:1 verloren bei Queen of the South. Jetzt ist es wieder ein Topspiel, dieses Mal am 30. Spieltag. Die weiteren Begegnungen, Cowden Beef gegen Hibernian, Dumbarton gegen die Hearts, Falkirk gegen Livingston und die Race Rovers gegen Alloa. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, Textmodus. Und sagen heute, gebt euer Bestes. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier im Ibrox Stadium zur Begegnung Glasgow Rangers gegen Queen of the South. Und wir gehen hier wie zwei Kampfhähne aufeinander los. Und komischerweise ist der FM heute irgendwie, hat einen schlechten Tag, weil ich habe den Fucher aufgemacht, in den Soundoptionen geschaut und musste feststellen, dass komischerweise die vom FM13 Musik, die eigentlich immer dabei ist, dass die jetzt plötzlich wieder drin ist. Ich weiß auch nicht, was da losging. Jedenfalls ist die Musik jetzt wieder mit dabei. Ich weiß zwar auch nicht, was los ist, aber naja, ist egal. Jetzt haben wir hier eine Chance. Kevin Kyle krümmt sich an der Seitenlinie. Zuvor war er mit Chris Higgins zusammengerasselt. Und El Haddadi zieht hier die gelbe Karte. War anscheinend eine klare Schwalbe vom Gegner. Naja. Ist nicht so schlimm. Da müssen wir ihm halt die Tacklings runternehmen. Und Queen of the South mit der Möglichkeit. Freistoß von Paul Burns. Burns zirkelt das Leder in die Mitte, Stephen McKenna steigt hoch, kopfschulmäßig, doch Cameron Bell taucht ab und begräbt den Ball unter sich. Lässt hier nichts weiter anbrennen, unser Torhüter, der jetzt verlängert hat. Wir sehen es hier, hat eine 71er Stärke. Templeton flankt von rechts in der Mitte, hat Chris Higgins zunächst Probleme damit zu klären, aber der Mannschaftskapitän bereinigt die Situation, schließlich eher John Daly eingreifen kann. Und wir haben jetzt hier 17 Minuten, es ist nichts passiert. Jetzt 22. Zuerst lenkt Chris Higgins eine Sefane Flanke an die Latte. Dann vereitelt Enter den Nachschuss von John Daly. Schade, richtig gute Chancen jetzt hier innerhalb von 5 Minuten, aber nach wie vor noch kein Tor. Da haben wir ja jetzt nach der letzten Begegnung Probleme. Riesenaufregung in Glasgow. El Haddadi erneut mit einem Foul. McKenna beschwert sich da nicht zu Unrecht. El Haddadi hat schon gelb. Gelb-rot für El Haddadi. Da kann er sich nicht beklagen. Damit sind wir nur noch zu 10. Und El Haddadi leitet sich hier einen Riesendienst hier. Ist natürlich schade. Müssen wir halt jetzt gucken, wie wir damit klarkommen. Jetzt sind wir natürlich in Unterzahl. Der Gegner ist dominanter. Ist 17 Stärkepunkte 23 Stärkepunkte schwächer. Aber wir haben uns jetzt wirklich hier gravierend geschwächt. Naja, passiert halt. So ist der Fußball. Kann man nichts machen. Queen of the South jetzt mit der Möglichkeit. Beinahe ein gelungener Konter für die Queen of the South. Der letzte Pass von Kasper Johansson ist allerdings ein Tick zu weit nach vorne gespielt. Cameron Bell kann den Ball gerade noch vor Carmichael hier aufnehmen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. 35. Spielminute. Ecke von Ian Black. Die erste in der Partie. Ecke wird kurz ausgeführt und der Ball landet bei McGregor. Der Ball streicht etwa einen Meter über das Tor. Schade. 38. Spielminute, vermeintliche Abseitsstellung von John Daly. Aber es war wohl gleiche Höhe. So. Nächste Möglichkeit. 42. Spielminute. 100%ige. Nach einem Knaller von Templeton geht McGuffey benommen zu Boden. John Daly spielt den Ball nicht ins Aus, sondern flankt
nach innen, wo Kevin Kyle mit dem Kopf zur Stelle ist und eine Klasse. 1-0 durch Kevin Kyle, 20. Tor in der Saison, 9. Vorlage von John Diddy. Gibt's den Doppelschlag. 43. Minute, Sefane kommt rechts im 16er zum Schuss. Der Ball fliegt durch zahlreiche Abwehrbeine. Teuter Enter kann nur noch geradezu noch abplatzen. Und Deli stoppt aus 5 Metern ab. Doppelpack 2-0, 25. Saisontor von John Deli. Dritte Vorlage von Mehdi Sefane. Damit sind wir zwar in Unterzahl, führen dennoch mit 2-0 hier gegen Queen of the South. 120 Sekunden wird hier noch nachgespielt. Und es geht mit einem 2-0 hier in die Halbzeit. Wir sind unserer Favoritenrolle hier absolut gerecht geworden. Queen of the South dagegen chancenlos. So, tun wir mal motivieren. Und loben hier McGregor für sein Spiel und loben John Daly. Frische technisch nur Gaccherini, wo wir anpassen müssen. Valotti hat sich seinen Einsatz seit längerer Abstinenz mal wieder verdient. So haben wir uns das vorgestellt. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Riesenchance in Glasgow. Jetzt muss es schnell gehen. Überzahlsituation für die Rangers. Kevin Kyle hat nur noch Antal vor sich. Querpass auf Daly, der nur noch einschieben muss. Genau in die Tormitte. 3-0, John Daly. Wambo. 26. Tor in der Saison. Klasse Leistung hier. So, bislang kann Queen of the South hier aus der Überzahl kein Kapital schlagen, ist natürlich auch blöd. 71% der Angriffe kamen mal wieder über die rechte Seite, über David Templeton. Kasper Johansen lässt einen langen Ball von der Brust abtropfen, dreht sich, schießt ohne Fuck aufs Tor zu schauen. Starke Aktion, doch Cameron Bell ist auf dem Posten. Und jetzt nächste Möglichkeit. 51. Minute, schöne flache Reingabe von Gaccherini. McKenna wirkt da unaufmerksam, aber Callum Antal hat den Ball schließlich doch. Und Queen of the South jetzt mit der Möglichkeit. 54. Aber Christopher Julien hat hier aufgepasst. Und wir haben die Chance. Nach Ecke von Ian Black. Pitt gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Die mal wieder schlecht getreten wurde. Da Calm Antel den Ball hier sicher herunterpflückt. Jetzt die Möglichkeit für die Queen of the South. Chris Mitchell feuert einen ungefährlichen Torschuss ab. So, Stadion ist hier seit längerer Zeit mal wieder ausverkauft. Kommt hier nicht so oft vor. Jetzt die 61. Minute. Templeton versucht es am Strafraum auf eigene Faust. Dowie steht schließlich genau richtig und haut den Ball humorlos aus dem Strafraum. Und wir wechseln. Wechseln jetzt Anthony Martial für John Daly. Wechseln noch Richairo Sivkovic für Martial. Und der letzte Wechsel wird der Wechsel sein von Rheingold. Riesenchance in Glasgow. Riesenkonterchance jetzt für uns. 5 gegen 3 in der Überzahl. Valotti läuft ganz allein auf Antal zu. Legt den Ball an Antal vorbei. Aber Antal ist rechtzeitig unten und nimmt ihm den Ball vom Fuß. Schade. Aber dennoch gute letzte Aktion von ihm. Denn er wird jetzt aus dem Spiel genommen mit seiner 1,5. Dafür wird dann Rheingold zum Einsatz kommen. Nämlich genau jetzt. Rheingold in der Partie jetzt für Mattia Valotti. Wir haben jetzt hier noch knapp 21 Minuten. Schwierige Entscheidung in Glasgow. Kasper Jonansen nimmt den Ball irgendwie an und trifft für die Queen of the South. Doch sofort bildet sich eine riesige Spielertraube und Craig Thompson reklamiert Foulspiel. Sefane wurde angeblich umgestoßen. Der Schiedsrichter wirkt unsicher, befragt Kasper Johansen jetzt direkt. Aber der deutet einen angelegten Arm an und winkt ab.
Angehen des Five-Konzert der Fans ist die Folge 1:3 Anschluss durch Kasper Johansen in der 69. Spielminute. Der mit seinem vierten Tor hier in der Saison. 20 Minuten haben wir noch zu spielen hier. Aber jetzt Chance für die Queen of the South. Flache und mit ordentlich Power schlägt Carmichael eine Flanke in den Strafraum, wo Derek Young lauten den Ball direkt aus der Luft nimmt. Cameron Bell reißt die Fäuste hoch, lenkt das Leder damit über die Latte. Also gut, dass es gemacht hat. Jetzt die Chance von Paul Burns, aber Cameron Bell fügt den Ball da sicher herunter. So, zudem kommt jetzt noch Kevin Holt für Derek Young in die Partie. So, einen hohen Sieg für Queen of the South wird es hier sicher nicht mehr geben. Es sei denn, sie drehen hier noch die Partie in den nächsten 10 Minuten, machen noch 3 Tore. Glasgow Rangers kontern jetzt aber zu umständlich, letztlich schießt sich Kovic weit am Kasten vorbei. So, abschließender Wechsel hier für den Gegner. Beziehungsweise, nee. Ja, doch. Ist der zweite Wechsel. Ian Black muss raus nach Foul. Ist nach einem Zweikampf angeschlagen. Sieht man aber nicht hier in der Stärke. Andy Doey jetzt mit der gelben Karte. Muss einen Foul von Paul Burns ausbügeln und handelt sich durch den Foul an Martial eine gelbe Karte ein. So, Michael Patton kommt jetzt für Daniel Carmichael für die noch verbleibenden 7 Minuten hier. So, Ian Black muss jetzt raus, Kapselriss Knöchel. Und damit sind wir jetzt nur noch zu 9. Versucht es nochmal, lässt sich aber sogleich mit Startmärten auf den Platz fallen. Da wir schon dreimal gewechselt haben, ist da nichts mehr möglich, müssen jetzt ab jetzt nur noch zu 9 spielen. Die Spieler von Queen of the South sind jetzt voll konzentriert, das hat aber lange gedauert. 2 Minuten Nachspielzeit. Und dann müsste der Sieg hier über die Bühne gehen. Jetzt Queen of the South nochmal mit der Möglichkeit. Paul Burns wird links steil geschickt, will an McGregor vorbeigehen, bleibt zunächst hängen. Wo Patton lauert, Zefane kann dessen Schuss gerade noch zur Ecke blocken. Also Gott sei Dank hier. Gute Vereitelung vom guten Mächtig Zefane. Jetzt haben wir aber noch die Ecke. Cameron Bell kommt heraus, fängt die Ecke hier sicher ab. Und es müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Genau. Verdienter Sieg für die Glasgow Rangers, dass sie ihre Chancen im Gegensatz zu ihren Kontrahenten genutzt haben. Wir haben es geschafft, gewinnen mit 3:1. Statistiken 62-38% Ballbesitz. 15-12 Chancen, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 30. Spieltags in der Scottish Championship. Wir gewannen mit 3:1 gegen Queen of the South und haben damit Revanche genommen für die zuletzt erlittene Niederlage hier, wo wir mit 1:0 unterlegen sind bei Queen of the South. Jetzt haben wir es geschafft, haben gewonnen, Spieler des Spiels John Deedy mit einer 1,0, Kevin Kyle mit einer 2,5, Valotti mit einer 1,5. El Haddadi hat uns heute einen Bärendienst erwiesen mit seiner gelb-roten Karte. Ian Black musste verletzt vom Platz. Da gucken wir gleich mal. Fällt 11 Tage aus. Da wird dann Kyle Hutton zu seinem Einsatz kommen. Er kann ja auf der 6 spielen. Mit einer 66. So, da haben wir durchweg die Möglichkeiten beim Gegner. Ryan Guffey, bester Mann. Gucken wir mal in die Noten noch. Waren heute in Ordnung. Ansprachen haben beide funktioniert. Zu den Statistiken. Dort sehen wir 7:5 Schüsse, 4 aufs Tor, 3 daneben, 8:7 Chancen. 62-38% Ballbesitz, Spieler des Spiels John Deedy. Bei wechselhaften Temperaturen von plus 5 Grad hier zu den Ergebnissen. Coden Bath unterliegt den Hibs mit 1:3, Falkirk unterliegt Livingston mit 1:2. Wir mit dem 3:1 gegen Queen of the South, Dumbarton unterliegt den Heart of Midlothian mit 2:4. Und die Race Rovers unterliegen Alloa mit 0:1. Damit in der Tabelle 15 Punkte Vorsprung, nach wie vor 6 Spieltage. Also wir brauchen noch 3 Punkte, dann sind wir durch. Dann können hier die Hibs uns nichts mehr anhaben. Zu der Premiership, dort sehen wir Celtic 15 Punkte Vorsprung hier vor St. Johnson.
FC Aberdeen 19 Punkte dahinter. Also ich glaube, da wird die Meisterschaft auch zugunsten von Celtic fallen, die damit dann ihren Titel verteidigen können. In Österreich, Austria Wien vor dem Meister aus Salzburg, in Belgien Anderlecht vor Standard Lüttich, in England wieder Liverpool vor Chelsea, in Frankreich PSG vor AS Monaco, in Deutschland Bayern vor Hoffenheim, Dortmund und Schalke, Stuttgart nach wie vor hier auf Tabellenplatz 18 nach 23 Spieltagen, da ist ja noch genug Zeit. In Italien Neapel in Front vor Lazio Rom und AC Mailand. In den Niederlanden PSV Eindhoven vor Groningen. In Portugal Sporting Braga vor Benfica. In Russland Zenit vor Dynamo Moskau. In Schottland kennen wir es ja. In Spanien Real Madrid vor Atletico Madrid, Barcelona und Sevilla. In der Schweiz Basel vor dem BSC Young Boys. In der Türkei Fenerbahce vor Kasımpaşa. Galatasaray und Beşiktaş nur auf den Plätzen 3 und 4. Und in Brasilien International Porto Alegre. Jetzt zu den Stimmen. Das sagte ich heute. Eine Spielernote zwischen 1 und 6. Ich würde sagen, irgendwo dazwischen. Und Marc Dörnen, wir streben nicht an, in Zukunft immer mit 0 zu 1 hinten zu liegen. Jetzt zu den Spieltagsstatistiken. Dort sehen wir 2 von 19.11. des Tages mit Ian Black und John Daly. Und Daly wird auch Spieler des Tages. Teamleistung heute beste mit einem Schnitt von 2,56 und der Saisonschnitt von 2,84. Zu den besten Spielern hat jetzt John Daly aufgeschlossen, hat nur noch ein Torrückstand auf James Collins. Und nach 30 Spieltagen Daly nach wie vor notenbester Spieler Fairplay. Sind wir hier die fairste Mannschaft und können wir weitergehen? El Haddadi ist verunsichert, natürlich blöd. Wir sehen hier Nicholas Clark, der ja ablösefrei gehen kann. Hat hier einige Interessenten. Livingston, Falkirk, Hibernian, Raith Rovers und Queen of the South. Werden wir alles akzeptieren? Wir können ja nichts tun. Vorstandsvertrauen müsste jetzt wieder hochgehen. Genau so ist es. Und dann sehen wir hier jetzt noch ein paar Transfers bestimmt oder Vertragsverlängerungen. Den hier nur noch Vertragsverlängerungen von Andreas Weimann, Rondon, Birkic, Merelisch, Dario Schirner, Snyder, also einige Hochkaräter. Gerüchteküche, den man hier Achim von Braunschweig beobachtet, von Piošti aus Rumänien. Mainz hat Interesse an Karim Hagi, Rot-Weiß Essen an Sebastian Didier. Dann können wir mal weitergehen. So, Nicholas Clark, Falkirk, Queen of the South. Okay, das sind dann bald alle dran. Und das ist hier ein Lapsus der schlechteren Sorte. Kevin Kall plaudert hier mannschaftsinterne aus. Darf der Co-Trainer machen. Ian Black, 11 Tage. El Haddadi ist verunsichert. Sollte eigentlich sein nach der gelb-roten Karte. Mannschaft der Woche Ian Black und John Daly. Daly können wir reden. Sag mal, super letztes Spiel. Gewinnt 5 Moralpunkte. Ian Black können wir leider nicht reden. Mannschaft der Woche Agirio hat Trainingsziel erreicht, den ich gerne abgeben würde. Da er mir einfach ein Problem darstellt, auch wegen der sprachlichen Kommunikation. Harris fällt aus und Bronze hat verlängert in Helsinki, bleibt also dann in Finnland. So, geht Nicholas Clark jetzt zum FC Livingston? Man wird sehen, wo er hingeht. Agirio, da sehen wir die Angebote. Kilmarnock und Lierse. Würde ich sagen, akzeptieren wir. Bei Clark müssen wir akzeptieren. Unsere B-Junioren gewinnen mit 6 zu 0 gegen den FC Motherwell. Gegen den Club hat Baumi jetzt vor kurzem noch gewonnen im League Cup. Dadurch, dass wir ja nicht viele Ligen hier simulieren, nach unten haben wir auch die Möglichkeit des League Cups nicht. Und sehen hier Franz Müller, der ein gutes Spiel gemacht hat, 2 Tore, 3 Vorlagen, Rieke mit 4 Toren sogar. Also der scheint sich noch zu entwickeln. So, dann gehen wir mal weiter.
Glasgow und Kilmarnock einigen sich. Dann schauen wir mal, wo er hinwechselt. Jugendspieler entdeckt David McBeef. 36, 3 Sterne nehmen wir mal nicht mit. Callagher hat Trainingsziel erreicht. Agirio wechselt zu Lier CSK nach Belgien. Ist jetzt auch ein bisschen optimistischer. Und Nicholas Clark verlässt uns ablösefrei und geht zu den Hibs, die voraussichtlich in der Liga bleiben werden. So, Zuschlag für Lier CSK. Agirio unterschreibt zur Freude der Lierse-Fans. Mal gucken, ob wir es dieses Mal schaffen, unseren Vertrag zu verlängern. Das hatte ich nämlich ja wieder angepeilt. Scouting abgeschlossen von Cameron Park, den ich mir jetzt mal angucken wollte, ob er sich denn lohnen würde. So, dann können wir mal weitergehen. Und sehen hier die nächste Möglichkeit zur Vertragsverlängerung. So, da gehen wir hier ruhig rückläufig. Wie gesagt, ich möchte nicht langfristig planen hier. 1,5 ist in Ordnung. So, möchte das Auslandsangebot. So, wir bekommen auf jeden Fall das Geld. Wir kriegen die Zeit, aber nur nicht die Klausel. So, jetzt haben wir die Klausel für einen möglichen Auslandsangebot. Und dann würde ich sagen, verlängern wir hier um ein weiteres Jahr. So, bleiben damit unsere Mannschaft hier weiterhin erhalten. Oh, schon wieder das Lied. Wir sehen es hier, FC Falkirk. Wir sind nur 35 Kilometer entfernt zueinander, also könnte man sagen ein direktes Derby. Am 31. Spieltag Topspiel Falkirk gegen Glasgow Rangers, dann die Hibs gegen die Raith Rovers. Und Heart of Midlothian gegen Queen of the South. Und sollten wir dieses Spiel gewinnen, dann müssten wir eigentlich schon vorläufig aufgestiegen sein. So, Scouting abgeschlossen von ihm hier. Ah, 2,5. Ist doch nicht so talentiert, wie ich gedacht habe. Und er hat sich auch hier wirklich um einiges verbessert. So, Adrian Rober, Trainingsziel. So, höchster Formgewinn bei Valotti und dann können wir jetzt mal gucken hier. El Hadadi nur eine Vierer Form, meine Güte. Mal gucken, wer könnte denn da spielen? Templeton, Nicky Law, Rheingold oder Signorino? Ich würde mal sagen, Nicky Law kann da mal ran. Oder Templeton. Nee, das passt schon. Hier für ihn haben wir ja gesagt, Kyle Hutton. So, dann müssen wir das hier natürlich noch umschieben. So, haben wir das soweit gemacht. Zusätzliche Siegprämie bleiben wir bei unseren 500 Euro. Teamvergleich. Wieder dasselbe Spiel wie vorhin. So, dann würde ich sagen, können wir reingehen gegen den FC Falkirk.